Sterben. Sterben? Und was hat denn das damit zu tun? Haben Sie heute schon in den Spiegel geschaut? Also mein Gegenüber im Spiegel war nie so, wie ich mich sah. Noch nie. Auch ein Foto dabei? Es war nie so, wie ich mich sehe. Da kam das Spiegelbild und ich sah mich immer anders. Und jetzt erkenne ich mich oft gar nicht mehr. Wer ist das? Das bin ich. Das erkennt man ja gar nicht, das ist recht fremd. Wir sind nur Gast auf Erden. Und wandern immer ohne Ruhe. Mit mancherlei Beschwerden. Immer dem Himmel zu. Und was machen Sie so? Ich tanze den sterbenden Schwan. Ui, dann machen Sie das doch mal. Sterben alle. Das ist dann etwas, was mich total tröstet. Die sterben alle. Das ist etwas total Tröstliches. Es geht ja dann oft so irrsinnig schnell und man ist dann mittendrin. Worauf warten Sie denn jetzt alle? Na, darauf, dass Sie anfangen. Ich weiß ja auch gar nicht, wo die Mitte ist, weil ich ja nicht weiß, wann es aus ist. Aber es ist doch noch nicht aus. Ja, aber wenn Sie das so verteilen, wie wenn es aus wäre, dann denkt ihr, jedes ist gleich vorbei. Ja, es ist ja auch gleich vorbei. Der war doch einfach zu fett. Wer? Der große, kräftige Bartbrünett. Ach, der? Ja, den kennt man hier. Ja, aber das kann doch nicht sein. Irgendwas muss der doch, weil, ich meine, einfach so stirbt man doch nicht. Der Nächste, bitte. Der Nächste für was? Was soll denn ein Nächster? Und wohin soll denn dieser Nächste gehen? Naja, dorthin, wo es dann weitergeht. Wo? Die Zeit läuft. Die Zeit läuft Ihnen davon? Nee, die läuft nicht weg, die läuft hier hoch. Das wäre jetzt wirklich gut, wenn Sie mal zum Ende kommen. Was wollen Sie denn jetzt mit Ende? Ich dachte, Sie muss anfangen. Fangen Sie doch einfach mal an. Na, aber wo kommen wir denn dahin? Dass ich anfangen muss, nur damit Sie alle ein Ende sehen? Das ist keine gute Idee. Das ist kein schöner, das ist kein schöner Moment. Ich will schöne Momente austeilen. Ich will schöne Erinnerungen verteilen. Am besten gar keine Erinnerungen erzeugen. Alles, was man noch nie angefangen hat, das kann man auch nicht vermissen. Was anzufangen, um es dann wieder zu beenden. So oder so, das ist einfach unendlich traurig. Und ich glaube, dazu wäre es gut, wenn wir ein bisschen französische Musik hätten. Ja, französische Musik wäre gut. Oh, kommt aus dem Nichts. So, was hätten wir denn da? Zum Beispiel ein Spiegel, aber der ist so. Sie können mal ein bisschen dämpfen. Der Spiegel ist ein bisschen zu groß und zu schwer, aber wir haben da noch einen kleinen Ersatzspiegel hängen. Den würde ich gerne als erstes verteilen. Vielleicht an Sie. Und wenn Sie dann in den Spiegel schauen, dann denken Sie vielleicht an den Kollegen, der beim Duschen so gerne in den Spiegel...